Willkommen zurück zu Mario Party 2. Dieses Mal mit einem Freund von mir, und zwar... No Rage Mode, ja, und willkommen zu diesem Video. Und das wird ja auch ein Projekt sein. Ja. Wie gesagt, die ersten 6 Parts habe ich mit einem anderen gemacht, und zwar den Tommy-Chan. Und jetzt halt mit... Wie ist dein Kanal? No Rage Mode. Gut. Und dann... dann geht's mal los mit dem Space. Ja, so. Das musst du machen. Regeln und so, und das wäre dann halt Spaceland. Und das ist halt auf Difficulty 2 Sternchen. Ja. So. Obwohl die Difficulty hier keine wirkliche Rolle spielt. Ja. Ist halt nur... Es ist schwer zu erklären. Ja, so, 2 Spieler. 2 Spieler natürlich. Ich bin Zweitspieler und Mario. Ich überleg mal. Ich bin mal Mario. Okay. Die Koms nehmen wir mal. Luigi und Donkey Kong. Dann. Computerfähigkeit Super Mama Normal, oder? Ja. Und 20 Runden. Perfekt. Mit Bonussterne. Bonus. Ja, das stimmt jetzt so. Und dann kann es ja losgehen. Im Spaceland. Und ich muss sagen, das ist die Strecke, die ich am meisten hasse. Also das Projekt, was ich am meisten hasse. Es hat einen Grund. Und zwar sind da, sieht man gleich Fragezeichenfelder. Felder. Und wenn man da drauf tritt, wird man so einige Felder zurückgeschleudert. Einige Felder zurück muss man gehen. Und zwar nicht nur einer, sondern halt alle, die da drauf sind. Und das passiert einfach viel zu häufig. So, jetzt kriegen wir unsere Würfel. Und erstmal wird noch Bowser präsentiert, aber das interessiert niemanden, also weg mit der Fratze. Ja. Eine 2, das war mal ultra scheiße. Und damit. Ja, ich war nicht besser. Damit bin ich letzter. Ja, aber ich meine, ab und zu ist der letzte Platz auch der beste. Ja, es kommt drauf an. Aber in der Regel ist schon der erste Platz vorteilhafter. Ja. Und da unten oben seht ihr, dann fällt mit der 5. Habt ihr gerade eben gesehen? Immer wenn da jemand da vorbei geht, verringert sich die Zahl um 1. Wenn das passiert, passiert etwas Dummes. Das zeige ich euch, wenn ich gleich dran bin, was dann passiert. Aber erstmal Luigi, Donkey Kong und Wario. So. Also jetzt muss ich nur... Oh, eine 8 ist eigentlich ganz schön gut. Ich glaube, ich muss mal nach hinten gehen, weil er halt ein bisschen zu leise spricht. So. Seht ihr, was ich meine? Genau das ist der Grund, warum ich dieses Brett hasse. Es passiert einfach viel zu häufig. Dann... Warte. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Hier seht ihr dann so einen Laser. Immer wenn das auf 0 geht, schießt der Laserstrahl genauso. Da so ein Strahl. Der geht genauso wie ich zeige. Also und schräg. Also schräg. Und alle, die da auf dem Weg sind, verlieren alle Münzen. Egal wie viel sie haben. Oh, das wäre bitter, wenn jemand so 100 Münzen hat, weil er alles gewinnt. Und so auf alle Sternchen und Items gespart hat. Ja, das ist ziemlich fies, und wir kommen jetzt direkt mal zu einem Spiel, wo es darum geht, die anderen einschätzen zu können. Never mind, ich habe das gerade verwechselt. Nein, bei diesem Spiel muss man halt A spammen und mit links und rechts steuern. Und B heißt bestimmt Vollbremse. B bremsen, aber das macht dir keinen Sinn. Oh Gott, nur A spammen oder was? Nur A spammen und lenken. Also man kann nicht runterfallen, aber verliert halt sehr viel Geschwindigkeit, wenn man das nicht gut lenkt. Ich glaube, das gewinnt ihr. Oh, wird knapp. Ja. Und fertig. Hab sogar einen Rekord aufgestellt. Oh, Stiller. Das heißt wohl mehr Münzen für dich. Genau.
damit bin ich in Führung zusammen mit Donkey Kong, aber das heißt bisher noch gar nichts. Das ist jetzt so von 20 Runden und fast wäre Luigi schon wieder auf eins dieser bösen Felder draufgegangen. Wenn man in die Falle stellt, ist es so, dass man weiter nach hinten zurückgeschleudert wird, wenn man auf das Fragezeichenfeld drauf geht. So, ich mache das natürlich auch nicht wie alle anderen. Denn ich sehe da nicht den Sinn dahinter. Oh nein. Ich dachte schon, ich komme wieder aufs Fragezeichenfeld, das ist ja so bitter für mich. Ah, ganz knapp nicht. Warst du gerade auf einem -3-Coin-Feld? Nein, das war ein Plus, da hast du dich verlesen. Ach so. Mecha Marathon ist das nächste Spiel und das ist das beschissenste Spiel von allen. Man muss gleichzeitig auf A und B drücken. Je schneller man spammt, desto schneller. Immer gleichzeitig. Je schneller, desto mehr Geschwindigkeit kriegt man. Aber die Computergegner sind in diesem Spiel so OP, man kann das nicht gewinnen. Ja, vor allem Donkey Kong. Was hat der für Drogen genommen? Ja, sagte ich. Falls du fragst mit dem Rekord, das war ein Computergegner. Ein Computer hat mal 36 Yards geschafft. Mal gucken, wo wir so sind. Also ich bin, glaube ich, draußen. Wie soll man da 36 Yards schaffen? Es gibt noch einige Geistesgestörte, die schaffen 50 Yards. Ich glaube, Donkey Kong hat ein paar Steroide zu sich genommen. Ja. Der soll mal ein bisschen seinen Drogenkonsum unter Kontrolle kriegen. Und 3 Münzen für Luigi. Die braucht er denn nämlich. Der Stern kostet 20 Münzen. Und Donkey Kong, der Lacker, kriegt die 5 Münzen, die in der Bank drauf sind. So. Dann würfel ich mal eine lockere 10. Oh Gott. Ja, eine lockere 10. Ich glaube, das war jetzt nicht also gut. Ja, jetzt kriegst du bestimmt meine 5 Münzen. Nur wenn ich nur 2 würfele. Ja. Oh nein. Ich werde den Stern überspringen. Das ist jetzt eine schwere Wahl. Steht darum nach da. Denn dann kann ich doch mal hinten rum, eventuell, aber dann glaube ich eher nicht. Plattform, Peril. Da ist ein Jump'n'Run. Halt mit Dings bewegen und A springen. Hoffentlich werde ich jetzt nicht letzter. Obwohl es eigentlich bei Minispielen einfach nur darum ankommt, ob man erster ist oder nicht. Okay, genau, die Münzen sammeln sollte man aber nicht tun. Ach, Mario, du Volltrottel. Du hast mich indirekt getötet, nur um dann selber zu sterben. Geil. Also, ich glaube, ich bin Dritter. Ja? Aber wie gesagt, entweder Erster oder Arschgeleckt. So sieht sie aus. Dann wird wohl Luigi diesen Stern kriegen. Es gibt aber ein Item, womit man ihn ja natürlich den Stern klauen kann. Vor allem Buhu, gell? Ja, der Buhu war's. Das kostet aber 50 Münzen. Also mit unserem aktuellen Kontostand nicht realisierbar. Aber es geht. Alles ist gut, solange du wild bist. Also ich hatte schon mal Partys, ich glaube, da hatte ich schon über 150 Münzen. Also. Da haben wir uns, glaube ich, mal, als wir das mal zusammengespielt haben, haben wir uns immer gegenseitig die Sterne weggenommen. Ja, hier wird sich gegenseitig gebettelt. Keine Freundschaft. Ich habe nur 10er. Ich verstehe es nicht. Vor allem, nehmen wir eins auf, was würfen wir so viele Zehner? Das ist nicht mehr normal. Ich möchte
würde ganz gerne mal wissen, wo der Stern ist. Der ist hier. Man muss nach oben, um da zum Stern zu gelangen. Die Zeit geht um 1 runter. Ist sie auf 0, schießt der Strahl bei alle, die da halt im Strahl stehen. Wir kriegen alle Münzen abgezogen. Fies, aber ist so. Und ich krieg ein Item. Nein. Vielleicht ja der Buhu, aber ist sehr unwahrscheinlich. Meistens ist es so, dass wirklich der Buhu oder auch andere gute Items eher am Ende der Mario Party kommen. Der Schlüssel kommen. Wäre jetzt nicht das Beste. Ich glaube, Schlüssel sind so ganz das Schlechteste. Ich hol die Truhe. Man muss halt A spammen, um mal den Hammer dann halt höher schwingen zu lassen und B, um ihn fallen zu lassen. Also um zu schlagen. Man darf nicht ganz nach oben, denn das ist auch nicht gut. Ich muss ungefähr in der Mitte. Ist ein bisschen abschätzen. Ich mache mal ganz auch oben. Nein, ich weiß nicht, wo ich hinschlagen soll. Yes, ich habe die Truhe. Yes. So, wir spielen noch ein Game. Shy Guy 6. Ist das ich tippe, das wäre so ein Minispiel. Oh. Er hebt halt die Flagge. Wenn ihr die weiße Flagge hebt, muss auf A drücken und die rote Flagge B drücken. Ist halt so, dass er auch beide gleichzeitig hochhebt und dann eine runterlässt. Und manchmal tut er auch antäuschen. Einfach nicht zu lange warten. Denn das endet dann auch ungut. Okay, Luigi ist schlecht. Bisher hat er aber noch nicht die fiesen Aktionen gemacht. Das war diese fiese Aktion. Tschüss Mama, ich besuch dich. Und Donkey Kong verkackt beim ganz einfachen. Ich hoffe, ich krieg auch ein paar Münzen. Also, wenn du mit 18 Münzen an den Stern kommst, dann wird er sagen, das ist 2 Münzen zu wenig und Kredite sind auch nicht drin. Warum hat Donkey Kong überhaupt so viele Münzen? Drogen? Ja, Antwort auf alles, Drogen. Einfach eine Antwort auf alles. Drogen dann sind die Antwort der Menschheit. Aber Kinder, nehmt keine Drogen. Nehmt keine Drogen, liebe Kinder. Dizzy Dancing ist das nächste Minispiel. Und da ist man auf so einer Drehscheibe. Und da wird man irgendwo hingeschleudert und da muss man die Note zur Note springen. Aber weil wir halt da ein bisschen dumm sind, ist halt die Steuerung komplett anders. Halt A springen wir Attacke und AZ Stampfattacke. Achso, ja, ich bin dieser fette Wario, stimmt ich. Ja, die Betonung liegt auch fett. Muss ich auf die Platte? Ja, muss auf die Platte, aber ich schaff's gerade nicht, weil ich zu kacke bin. Yes! Ah, man sollte das aufsammeln. Ja, man muss da wirklich ich bin voll zur Note springen. Was hast du denn gedacht, was du hättest machen? Auf der Platte draufbleiben. Nee, so läuft's nicht. Aber wenn Donkey Kong jetzt tiefer. Oh Gott! Ich glaube, der Stern ist meiner. Netze 2 und alle müssen zurück. Ja. Jetzt bin ich Zweiter. Und ich bin Letzter. Da ist er traurig, der Arme. Ich bin Letzter. Was? Ich darf, glaube ich, noch eins gehen. Nur noch 3. Weise wählen. Ja, aber ich glaube, das wird jetzt mit den Münzen nichts. Doch, wenn ich jetzt rein theoretisch ein Milchspiel gewinne, hast du noch zu wenig. Und danach, wenn ich 2 Milchspiele gewinne,
Ja, sagen wir mal so, die Chancen sind gegeben, aber sie sind ziemlich niedrig. Skateboard-Scamper, da werde ich sicherlich nicht gewinnen. Du sicherlich auch nicht. Was sind denn die Regeln? Man muss A und B spammen, um halt Schwung aufzunehmen und A drücken, um zu springen. Okay. Komm, das schaffe ich jetzt mal. Ich glaube, das haben wir das erste Moment, Mal. Moment, B spammen, um A aufzunehmen, oder? Weiß ich mehr. Ja, es ist B. A ist immer springen. Kann man sich mehr gut merken. A ist immer springen. Münze! Immer wenn man springt, verliert man natürlich Zeit. Wofür braucht man diese Münzen überhaupt? Ja, das ist halt extra Münzen. Hat man halt mehr Münzen. Pro Münze, die du eingesammelt hast, kriegst du jetzt eine Münze. Also ich glaube, die Steroide machen ihn unbesiegbar. Ja. Aber ich habe deswegen schon alle 5 Münzen mitgenommen, weil ich schon wusste, dass ich das nicht schaffe. Zum Glück hat er die Falle nicht aufgestellt, aber ich glaube, ich wäre nicht davon betroffen gewesen und der Lacker kriegt 10 Münzen. Oh Mann. Ist Donkey Kong auf. Oh. Der kriegt 5 Münzen. Das passiert so selten. Aber der muss jetzt zurück. Damit ist das Duell zwischen uns beiden und du hast nicht genügend Münzen. Kommt drauf an. Du hast nicht genug Münzen. Nee. Punkt. Weil wenn ich ein Item bekomme. Hast auch eine Chance, aber selbst wenn du das gewinnst, hast du nur 19 Münzen. Hat sich jetzt eh erledigt. Das ist mein Stern. Und der nächste Stern spawnt hier. Den nehme ich mir. Und dann lasse ich den Laser aktivieren. Volle Kanne auf dich. Mal gucken, ob du es hinkriegst. Oh, ich darf mir sogar noch Münzen klauen. Ich denke, ich muss dich erklären, warum ich das bei DK mache. Dann machst du das nicht bei mir. Ja, gute Frage. 24 Münzen. Und da haben wir unseren ersten Platz auch schon. Ja. Ich bin Erster. Yeah. Hallo. Alle auf Luigi in... Ich hab schon gedacht, Pilot. Ich bin Luigi. Nein, bist du nicht. Doch. Im Pfeile Duell, da müssen wir A spammen, um halt schneller zu rennen und links und rechts, um halt sich zu bewegen. Aber das nicht zu schnell A spammen, weil du sonst hinfliegst. Hey, wo bin ich? Du bist erst ganz zum Schluss. Wir drei müssen es immer abwechseln. Erst Donkey Kong, dann ich, dann du. Also alles beruht auf dir. Okay. Komm, du hast einen großen Vorsprung. Wenn das verkackst. Und Luigi. Luigi hat erst so 2/3 der Strecke geschafft. Ja, Luigi muss ja auch anfangen, Steroide zu nehmen, damit er so gut wird wie wir. Ja, aber leider sind ihn die Drogen nicht sehr gut bekommen. Okay, oh. Luigi setzt eine Falle. Was da der Hintergrundgedanke ist, nee, weiß ich nicht. Also die Banken fucken mich gerade ein bisschen ab. Ja, das tun sie. Eine glatte 1, das schaffen wir doch. Ja, das schaffst du doch. Ah, schade. Ich auch. Oh, da gibt's Chance Time. Ist zwar ein bisschen dumm als erster Platz, aber ich will es einmal im Let's Play zeigen. Die Chance Time. Das habe ich mir vorgenommen. Einmal im Let's Play will ich Chance Time haben. Hi, Driver. Das ist bestimmt so ein Autospiel.